Jetzt warte mal. Wir haben Sandstein. Wir haben den. Haben den. Drei. Vier, fünf, sechs. Geht nicht. Scheiße. Fuck. Das wird etwas schwierig. Mal überlegen, was könnte man da jetzt reinmachen? Jetzt fängst du mich an. Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir da jetzt hin? Also eigentlich bräuchten wir viel Holz, das Ganze hier zu wuppen. Was könnten wir denn auf die erste Position packen? Obsidian könnten wir dahin packen. Haben wir natürlich nicht so viel von. Das heißt, das wäre erstmal blöd. Glowstone würde auch gehen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, was man da jetzt hinmacht. Wir gehen mal eben pennen. Ja, gute Frage. Was könnte man da jetzt hinmachen? Haben wir hier denn noch? Kürbisse. Okay, das ist ja wieder eine ganz eigene Abteilung für sich. Kürbisse und sowas. Wichtig ist eigentlich jetzt erstmal, dass wir jede Menge Holz kriegen, damit wir mehr Kissen. Weil dann könnten wir nämlich schon mal anfangen, das Lager soweit zu bestücken. Aber wir brauchen, wie gesagt, dafür jede Menge Kisten. Hier ist aber eigentlich auch noch nichts. Genau, hier ist nämlich das nur. Hier sind nämlich die Hebel vorbereitet für die Erntemaschine. Das ist auch gut so. Ist aber eben noch nicht. Müssen wir auch noch machen. Können eigentlich beim hier holzen, weil wir davon eh genug hier stehen haben. Das stört eigentlich auch nicht so. Der Holz. Ich meine, wir pflanzen es ja auch wieder an, also von daher dürfte das eigentlich kein Problem sein. Hallo, kleine Schaf. Das Problem ist, dass die Bäume sehr hoch sind. Wenn die so hoch sind, ist das mal blöd, wenn man sich das hochbauen muss. Da ist unser Tunnel. Also wenn ich irgendwo auch Bäume abholze, ich will die jetzt nicht unbedingt sofort im Sichtfeld haben. Bäume sind hier eigentlich auch zu hoch. Okay, hier ist eine Höhle. Da sind wir aber schon drin gewesen, habe ich gerade gesehen. Also wir müssen jetzt ein Gestein haben oder einen Steinblock haben, den wir noch in die letzte Kiste haben packen könnten, den es aber nur einmal gibt, auch in seiner Form nur einmal gibt. Jetzt fängt es nämlich an. Was könnte man da jetzt machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Hier haben wir auch schon alles, ja, alles mit. Sogar die Bücherregale.
Ja, hier haben wir alles mit. Glaube ich zumindest. Moin, Alter. Den brauchst du nicht. Danke. Einfach mal ganz flott den Ofen abgezogen. Aber wie gesagt, ich glaube, hier haben wir schon eigentlich alles gelootet. Jo, das sieht danach aus. Wie gesagt, das ist jetzt eben so die Frage, was man da jetzt großartig nehmen kann. Überlege jetzt gerade schon. Wir könnten da. Was könnte man da nehmen? Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was man denn auf die letzte Position jetzt packen kann. Welchen Block? Wie gesagt, das Wichtigste wäre eigentlich nur, dass es diesen Block nur einmal gibt und auch in seiner Form, dass es den nur einmal so gibt. Das heißt, es darf davon keine Slabs geben oder keine Stufen, kein sonst was, sondern nur einfach nur diesen Block. Das ist jetzt aber eine Schwierigkeit. Früher war das alles einfach. Da hat man dann Steine gehabt, da wäre das Lager ein bisschen anders ausgefallen. Weiß gar nicht, was mache ich jetzt hier eigentlich? Eigentlich wollte ich Holz holen. Was ist da vorne Bambus? Warte mal. Das ist jetzt Bambus gewesen? Das. Das muss ich mir doch jetzt mal eben angucken. Wo ich das jetzt gerade sehe. Ja, das ist kein Bambus, das ist Ranken. Okay, ich frag gar nicht. Jetzt hier. Wobei, wo wir gerade hier sind, hier ist eigentlich gar nicht schlecht, ein paar Bäume abzuholzen, weil im Sumpf stehen nicht ganz so große Bäume. Hier stört es mich auch, hier was abholzen. Also. So, dann holzen wir hier mal den Wald so ein bisschen ab, beziehungsweise den Sumpf. Ist auch nicht so wild, weil hier stört es uns nicht. Wichtig ist nur, dass wir so ein bisschen was nachpflanzen können am Ende. So, einmal alles wegnehmen. Bam. Den nächsten hier. Da oben ist ein Setzling. Zack. Hier stand dieser Baum. Ist im Moment noch gar nichts. Apfel. Das ist ganz nett. Naja. Dem auch sei. Wir müssen jetzt Holz hacken. Hier, da sind Fische. Aber. Überlege immer noch, welchen Block wir dahin machen können. Also Nahrung und sowas und Kram zum Anbauen, das würde ich gerne auf eine extra Etage machen. Ist aber auch, glaube ich, verständlich. Wo wir gerade hier sind, pass mal auf. Eins. Zwei. Komm her. So, fünf Leder. Sind das sechs Leder? So, komm schon.
Immer noch 6. Ja, wir brauchen einfach Leder, das ist das Problem. Das nützt leider nichts. Wir müssen jede Menge Kühe leider töten. Aber ich würde eher versuchen, die aus unserem eigenen Anbau zu nehmen. Das heißt, weil wir die ja einfach vermehren können. Dann vertagen, wenn sie dann groß sind, einfach mal schlachten. So leid mir das auch tut, aber es ist nun mal so. Was will man da machen? Also, wir brauchen das Kram leider. So, pass mal auf. So. Na, klasse. So. Dann einmal dahin. Dann waren da vorne noch so ein paar, die ich gefällt habe. Das heißt, ja, hier irgendwo. Ich glaube hier. Ah, kommt halt da hin, ist auch nicht gewillt. Da. Hier. Dann ist das schon gut. Dann ist das quasi so, als wären wir nie hier gewesen. Leider kein Hexenhaus, aber was will man machen? So, aber hier gibt es ja noch jede Menge Bäume, die man abholzen kann. Von denen wir uns auch noch jede Menge holen müssen. Und davon ist die große Wüste. Da, wo wir auch wirklich nur so irgendwie 1% von erforscht haben, leider. So, komm. So. Dann haben wir hier vorne noch jede Menge Birkenbäume, aber die will ich eigentlich gar nicht abholzen, weil jetzt sag nicht, dass die schön sind, sondern ich weiß, sind die total hässlich. Ich mag den. Ich finde das normale Holz hier, dieses Eichenholz, das finde ich echt cool. Das ist eigentlich so meine Lieblingsholzsorte. Sieht am besten aus. Außer für Dächer, da nehme ich entweder Fichtenholz oder Schwarzeichenholz, das sieht ganz cool aus. Da vorne, da hinten ist das Arschloch der Welt. Hier haben wir ein schönes Pferd. Wirklich schönes Pferdchen. Kleiner. So. Bäume kommen noch mit hier. Pass mal auf, einmal so. So. So, so, und den noch, zack, den auch weg. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, welchen... Oh, da sollte man etwas vorsichtig mit sein. Da müsste ich mal gucken, oder müssen wir mal gucken, welchen Stein wir da reinfeuern. Wie gesagt, er muss eben stackbar sein, das ist die große Herausforderung. Beziehungsweise er darf nur einmal vertreten sein, in seiner Form. Gut, man könnte jetzt sagen, wir nehmen Obsidian. Problem ist, da müssten wir mit unserer Hacke wieder losrennen. Jede Menge Obsidian holen. So, ich mach mal wieder ein bisschen Licht. Aua! Oh, ein Creeper, Mann! Lass mich bitte in Ruhe. Cool, macht er sogar. Geiler Typ, Ehrenbruder, Ehrenmann. Hier, das ist nur ein Huhn. Ich hab gedacht, es wäre ein Skelett, aber nein, Gott sei Dank nicht. Da hinten ist das Dorf. Aber da hinten ist wieder ein Kack-Enderman. Ich hab ihn schon gesehen. Zack, einmal hoch. Das heißt, wir rennen jetzt einmal zum Dorf, gehen da eben einmal pennen. Und da vorne baut sich schon unser Leuchtturm auf. Ja, nice. So, da vorne ist unsere Zwangsbehausung, unsere Arbeiterbehausung.
So, das heißt, wir können jetzt einmal pennen. Oh, ja, das ist aber schlecht, dass du jetzt da rumstehst. Ich werde dann nicht rausgehen. Vergiss es. Nein, nicht solange er da steht. Weil der reißt uns nämlich dann die Hütte weg. Das will ich nicht. Dieses Haus hat uns immer Gutes getan.